Hallo Freunde von Warsander, hier ist wieder euer PvP OK. Wir sind heute auf der Map Eroberung Dschungel im AB-Mode und zum Einsatz kommt der englische Panzer Crusader MK3. Ich habe es mit diesem Panzer heute mal geschafft, ein ganzes Level durchzuspielen, ohne dass ich vorzeitig in das Jenseits befördert wurde. Der Panzer ist jetzt auch voll erforscht und man könnte das Spiel auch als wilde Ballerei bezeichnen. Also der Crusader, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich sehr gut. Er ist relativ spritzig. Der Rückwärtsgang geht auch recht passabel. Die Bauform gefällt mir sehr gut. Und man kann mit ihm schon einiges Gutes anstellen. Es werden dann insgesamt jetzt noch zwei oder drei Videos herausgebracht werden mit dem Crusader MK3 und mit dem A13 MK2 und möglicherweise mache ich noch eins mit dem Valentine MK1. Vorweg kann man schon mal sagen, der Valentine MK1 mit seinen ca. 26 Stundenkilometer ist also nicht unbedingt jetzt der schnellste. Und der Rückwärtsgang, ja, ich glaube, da läuft eine Schnecke schneller als wie der Valentine rückwärts fährt. Das ist also ein sehr großes Manko bei dem Panzer. Wenn ihr mit einem Panzer am Hang steht und der Panzer nach links abseits gekippt ist, dann dürft ihr nie genau auf das Ziel zielen, sondern ihr müsst immer etwas links anhalten, weil die Flugbahn des Geschosses eine Krümmung nach rechts aufweist. So verhält sich es natürlich dann auch, wenn man am Hang steht und der Panzer nach links geneigt ist. Am besten ist, man versucht sich immer waagrecht in der waagrechten Position zu halten. Dann muss man auch nicht irgendwie befürchten, dass die Flugbahn des Geschosses nicht stimmt. Ja, und hier fängt halt die wilde Ballerei an. Da wollte ich mal schauen, ob wir nicht irgendwie die Artillerie einsetzen können. Aber da war kein Ziel vorhanden, zumindest keins zum Sehen. Ja, der MK3 Crusader liegt ja im Tierbereich 1 und hatte Battle Rating von 2,2, wenn mich nicht alles täuscht. Und direkt im Tier 1, die Panzer mit dem Battle Rating 1,0. Das sind also kleine wilde Hummeln. Ich hatte da also einige Spiele absolviert. Da sind diese kleinen Panzer mit unheimlicher Geschwindigkeit um die großen
Panzer, die doppelt und dreimal so groß sind wie diese kleinen Panzer, drumherum gefahren und haben die in Grund und Boden geschossen. Das hätte man sich also gar nicht vorstellen können, dass diese kleinen wilden Hummeln so viel Schaden anrichten können. Vor allen Dingen ist es so, dass beim Crusader und beim A13 MK2 und insbesondere beim Valentine MK1 die Kanone doch recht langsam mitschwenkt. Das ist also das Problem, wenn dann so kleine Hummeln rumflitzen und vor deiner Nase vorbeihuschen. So schnell kann man den Turm gar nicht drehen oder mitdrehen. Da hat man dann wahrscheinlich den Kürzeren gezogen. Und da schießt doch wirklich einer aus dem Hinterhalt auf mich von der rechten Seite hinten. Hat er sich bis zu mir herangetraut. Hat man natürlich aber auch eine verbraten. Also ist nicht so, dass er nichts angestellt hätte. Ja, und dann sitzt man natürlich in seinem Blechhaufen, löscht das Feuer, muss reparieren und die Zeit vergeht nicht. Ich meine, hier ging es ja noch. Hier war ich ja nicht in Bedrängnis, aber in anderen Szenarien, wenn man also dann irgendwo vorgefahren ist, hinter einem Felsvorsprung oder in eine Kreuzung reingefahren ist und man steht dort und man kommt nicht mehr weg, weil die Kette kaputt ist und der Panzer repariert werden muss und man weiß, dass die nächsten 3-4 Panzer bloß noch um die Ecke gucken brauchen und dann ist man im Jenseits. Das kann schon manchmal etwas an den Nerven zerren. Und weil es mir also auch sehr oft aufgefallen ist, ich ziel aufs grüne Kreuz. Entweder er trifft oder trifft nicht. Das ist also in dem Guide-Cheaten-Spiel, weiß ich nicht, entweder ein Bug oder es muss so sein. Ich meine, es ist ja auch bloß wahrscheinlich ein Pixel breit, diese Stelle, die man angezeigt bekommt, wenn man so weit weg ist. Und teilweise wird mir nichts angezeigt, weder grün, nur grau, und ich treffe und beschädige den Panzer, obwohl da kein grünes Kreuz ist. Ach, ich weiß auch nicht, hat das vielleicht was mit der Streuung der Kanone zu tun oder ich kann es nur einfach so nicht ganz erklären, wie das so zusammenhängt. Gut, es ist ja programmiert. Die Kanone muss ja irgendwo einschlagen, wenn man irgendwo ein Ziel markiert. Gestern war ich in der Wüste mal und das Video, glaube ich, stelle ich auch ein. Da kam ein Geschoss auf mich zu und es hat ausgeschaut, als wenn es normalerweise an mir vorbeifliegen würde. Ist aber genau durch den Turm durchgegangen. Naja, kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Also so hundertprozentig stimmt das nicht immer, was man so sieht. Aber gut, dafür ist es trotzdem ein schönes und aufregendes Spiel. Ja, liebe Freunde von Warsander, wir kommen langsam zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, das Video anzuschauen.
Wir werden uns wieder hören und sehen und sprechen und schreiben. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Video viel Spaß weiterhin im Spiel. Euer PvP. Okay, danke und tschüss.